Freunde und Freundinnen. Wir laden Sie im Namen des Aktionsbündnisses herzlich ein zu der Pressekonferenz heute. Insbesondere freuen wir uns, dass Dr. Pieck es noch rechtzeitig aus München geschafft hat, ist heute Morgen um 5 Uhr auf die Neubaustrecke gegangen und Überraschung, er ist pünktlich hier gewesen. Dr. Pieck ist hier unser Hauptredner heute Abend. Er stellt ein Gutachten über die Kosten des Projekts und die Ausstiegskosten nach wie vor. Sie haben ja mitbekommen, es war lange ruhig um Stuttgart 21, aber in den letzten Monaten gab es wieder eine deutlich gesteigerte Aufmerksamkeit. Auslöser waren erste Andeutungen von Herrn Profalla, Vorstand bei der DAG. Das Projekt könnte noch teurer werden und doch länger dauern. Das konkretisierte sich dann im Laufe der Zeit dahingehend, dass es ein Gutachten gibt, das heute nun dem Aufsichtsrat vorgestellt wird. Und seither gibt es hier eine große Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit der Bürgerbewegung war die ganzen Jahre gegeben. Jetzt ist auch wieder eine bundesweite Aufmerksamkeit für das Projekt da. Paradoxerweise regen sich alle auf, dass das Projekt jetzt eine Milliarde teurer geworden ist. Die Bürgerbewegung Stuttgart 21 regt sich eher darüber auf, dass die Bahn hier wieder nur einen Teil der Wahrheit preisgibt, denn wir gehen davon aus, das Projekt liegt längst bei 10 Milliarden, wenn nicht weit darüber hinaus. Dann gab es diese Angabe über mutmaßliche Ausstiegskosten von der Bahn, gestreut in der Öffentlichkeit von 7 Milliarden, mit der klaren Absicht, damit jede Diskussion über einen möglichen Ausstieg gleich von Anfang an einzudämmen. Da haben wir an Herrn Pieck gedacht, der schon mehrfach für uns Aufträge, Gutachten, Studien erstellt hat zur Kostensituation bei Stuttgart 21. Die Bahn oder die verantwortlichen Politiker hätten vielleicht früher schon mal Herrn Pieck fragen sollen, denn Herr Pieck erweist sich dadurch, dass er eigentlich immer die Kostenentwicklung bereits im Vorhinein schon prognostiziert hat. Das liegt nicht daran, dass er eine Glaskugel hat und Dinge vorhersehen kann, die andere nicht vorhersehen können, sondern das liegt an seiner besonderen Methode. Er hat nämlich eine große Sammlung von Dateien, von Datensätzen aus bereits abgeschlossenen Projekten, an denen man sehr gut erkennen kann, was ein bestimmter Bauelement, was ein bestimmter Tunnelabschnitt durch welches Gestein jeweils kosten wird, und kann daher sehr genau prognostizieren, was geplante Projekte kosten würden. Hätte man den Viereck schon zu Anfang gefragt, dann hätte man wahrscheinlich dieses Projekt erst gar nicht gestartet. Wir fragen ihn immer wieder und haben ihn auch diesmal wieder gefragt, wobei im Vordergrund stand die Frage der Ausstiegskosten, der Kostenvergleich zu den Ausstiegskonzepten, weniger die Frage, was kostet das Ganze. Da ist der Viereck von den Kostenberechnungen ausgegangen, die er schon 2016 angestellt hat. Das waren 9,8 Milliarden Euro, sind damals errechnet worden. Der Rechnungshof ist auf eine ähnliche Größenordnung gekommen. Inzwischen ist einiges passiert. Das ist jetzt in den Rechnungen von Herrn Dr. Pieck noch nicht richtig abgebildet. Wir als Aktionsbündnis, nach allem, was wir verfolgen bei diesem Projekt, gehen davon aus, dass das Projekt inzwischen deutlich über 10 Milliarden Euro liegt. Danach würde ich noch ein paar Bemerkungen zu der Frage, gibt es einen politischen Point of No Return? Das ist ja auch immer ein in der Diskussion beliebte Sichtweise zu sagen, es ist zu spät, es hat keinen Zweck, es ist zwar alles ärgerlich, aber wir müssen weiterbauen. Diese Sichtweise des Points of No Return, darauf würde ich noch mal kurz eingehen. Anschließend würde Herr Eisenhardt von Löker auf die namentlich strafrechtlichen Konsequenzen eines Weiterbaubeschlusses, eines erneuten Weiterbaubeschlusses eingehen. Sie haben vielleicht gesehen, der Hartmut Bäumer, der mehrere Jahre Kanzleichef bei Winfried Herrmann war, Verkehrsminister in Baden-Württemberg, hat einen bemerkenswerten Artikel geschrieben zum Transparenzgewahren der Bahn und auch zu den Problemen der juristischen Bearbeitung von Stuttgart 21. Und da ist es kein Wunder, dass wir bis jetzt den großen Durchbruch da noch nicht erzielt haben. Aber wenn man den Artikel von Herrn Bäumer sieht, weiß man auch, woran das liegt. Wie da der Stand der Dinge ist, darauf wird Herr Eisenhardt von Löper eingehen. Und am Ende stellt sich dann immer die Frage, wenn man das Projekt abbricht, was soll denn dann passieren? Und
die Antwort der Bürgerin ist Hochstieg 21. Wenn Sie noch Zeit haben, dann kann man hier in dem Rahmen oder auch im kleineren Rahmen noch mal ein paar Folien auflegen, was so die Kernelemente dieses Hochstiegs sind. Soweit erstmal, dann darf ich an den Kontrafier übergeben zur Frage der Kostenentwicklung, des Kostenvergleichs für die Hochstiegskonzepte. Vielen Dank, Herr Sauerbrand. Ich bin ja zum Thema Stuttgart 21 relativ bekannt. Das liegt daran, dass wir 2008 schon eine erste Kostenstudie über die Gesamtkosten des Projekts gemacht haben, die dann 2012 von der DG 4 Jahre später bestätigt worden ist. Man hat ja die politische Entscheidung mit dem Preislabel 2,8 Milliarden Euro getroffen. Und wir hatten damals dann gesagt, nach damaligen Preisstand 5,6 Milliarden und nach dem zukünftigen Preisstand, weil es gibt eine Inflation, sodass über Jahre hinweg sich dann auch Preissteigerungen ergeben, die nicht unwesentlich sind, 6,8 Milliarden. Und das war dann auch, dieser Stand mit den 6,8 Milliarden war auch der Zeitpunkt dann der Schlichtung. Da lag auch seitdem nichts anderes vor und wir haben dann 2015 das Ganze nochmal aktualisiert und sind dann auf 9,8 Milliarden Euro gekommen. Das liegt daran, dass wesentlich spätere Fertigstellungstermine dann im Jahr 2015 zur Diskussion standen. Also wir hatten damals schon dann, also vor 2 Jahren jetzt schon gesagt, dass es nicht vor Ende 2024 fertig wird. Und vor allem im Bereich des Hauptbahnhofs haben sich erhebliche geologische und bautechnische Schwierigkeiten ergeben, die wir in 2008 noch nicht überblicken konnten. Wir machen mal die erste Folie. Da ist ein falsches Datum gewesen. Ich bitte um Entschuldigung, das muss 2017 heißen. Weil der Stand ist jetzt meiner Berechnung 4. Dezember 2017, was den Stand der Bauarbeiten angeht. Die nächste Folie bitte. Noch einmal im Überblick, das Projekt Stuttgart 21 ist in 6 Planfeststellungsabschnitte unterteilt. Davon es ist hervorzuheben der PFA, das heißt beim Festungsabschnitt 1.1, der Bahnhof. Das ist dieser Bereich da in der Mitte mit dem Hauptbahnhofsbauwerk. Und dann gibt es eben verschiedene Tunnelstrecken, auf die ich nicht weiter eingehe jetzt. Und wichtig ist in dem Zusammenhang noch der PFA 1.3, Bereich Flughafen. Weil hier ist, auch gerade was die Ausstiegskosten angeht, zu berücksichtigen, dass hier noch gar kein Baurecht vorliegt und man auch noch gar nicht weiß, welche Variante man realisieren wird. Also einer dieser 6 Abschnitte ist praktisch, führt zu keinen nennenswerten Ausstiegskosten. Und der Planfeststellungsabschnitt 1.3 kommt in meinen weiteren Zahlen dann deswegen auch nicht mehr vor, weil er eben auch noch nicht begonnen wurde. Wir haben 2015 schon Vergabesummen betrachtet und da wurde gesagt, 3 Milliarden Euro haben Vergaben stattgefunden. Wir haben jetzt das alles nochmal nachgerechnet nach einem neueren Preisstand und kommen auf Rohbaukosten der Planfeststellungsabschnitte 1.1, 1.2, 1.5, 1.6a, um die es im Wesentlichen geht, von etwas unter 4 Milliarden Euro. Und wir gehen jetzt davon aus, es liegen uns keine detaillierten Unterlagen vor, dass im Bereich des Rohbaus alle Aufträge vergeben worden sind. Neben der Frage, wie viel vergeben worden ist, ist aber vor allem wichtig, wie viel ist schon gebaut worden. Und das ist jetzt die gleiche Grafik, da ist jetzt die nächste Grafik, ist dann wieder dieselbe Grafik, die ich vorher gezeigt habe, nur dass die schon aufgefahrenen, fertigen Tunnelabschnitte in blau eingezeichnet sind. Ja genau, jetzt nochmal genau da. Das ist jetzt, umgekehrt, in rot sind die fertiggestellten Tunnelabschnitte eingezeichnet, wobei da nur der
die Außenschale der Tunnels realisiert wurde, da im Falle eines Ausstiegs man aber das Ganze stabilisieren muss auf Dauer, müsste man es entweder verfüllen mit Erde oder doch die Innenschale bauen. Und ich habe jetzt mal den Worst Case angenommen, dass man die Innenschale überall dort noch bauen muss, wo der Tunnel schon fertig ausgebrochen ist, auch wenn man den Tunnel dann nicht mehr benutzt, sodass dann praktisch von der Kostenkalkulation her eben die roten Bereiche im Rohbau vollständig als Verlust zu verbuchen sind und die blauen Bereiche eben noch nicht. Und im Bereich, Sie sehen hier, das ist also ungefähr die Hälfte ist jetzt aufgefahren oder gut die Hälfte im Rohbau von den Tunnels. Aber das Bahnhofsbauwerk, was da in lila eingezeichnet ist, das ist erstaunlicherweise erst etwa 11% der Rohbaukosten. Also praktisch des Betons ist da realisiert. Und daraus ergeben sich dann anhand der Kostentabellen, die wir 2015 dann aktualisiert haben, das heißt bei Kosten des Gesamtprojekts von 9,8 Milliarden, also nicht die 7,6 oder 7,9, die jetzt offiziell in der Diskussion sind, sondern wir haben von diesem hohen Kostensatz von 9,8 ermittelt, was ist jetzt schon gebaut worden. Und von diesen 9,8 ist 2,2 Milliarden, das ist das große rosa Tortenstück, ist jetzt aufgrund des Baufortschrittes schon realisiert. Das ist also etwas mehr als die Hälfte dieser 3,8 Milliarden an Vergaben. Und dann gibt es diverse kleinere Punkte noch, die dann noch hinzukommen bei den Ausstiegskosten. Das sind verlorene Planungskosten. Das ist der grüne und der gelbe, die grüne und die gelbe Torte. Dann die Wiederherstellung des Kopfbahnhofs in seinem ursprünglichen Zustand. Das ist noch nicht das Umstieg 21 Konzept, sondern das ist jetzt eine reine buchhalterische Betrachtung. Und dann gibt es noch bestimmte Kosten, die auch schon realisiert worden sind und aufgrund des Baufortschritts noch nicht abgebildet sind. Das ist Kosten für Baustelleneinrichtungen vor allem. Und was auch dann noch zu berücksichtigen ist, was aber gar nicht so wahnsinnig hoch ist, sind vertragliche Kosten bei Projektabbruch. Da gibt es einen BGB-Paragraphen und da steht drin, dass also bei einem Abbruch eines laufenden Werkes 5% der nicht realisierten Arbeiten als Vertragsstrafe sozusagen bezahlt werden müssen. Da jetzt vom Rohbau schon relativ viel realisiert ist und vom Innenausbau aber noch nicht einmal ausgeschrieben wurde, oder die Ausschreibungen laufen, aber keine Zuschläge in größeren Stile schon stattgefunden haben, sind die vertraglichen Kosten relativ gering. Ja, dann zur nächsten Grafik. Ah ja, nee, Moment, wichtig ist natürlich die Gesamtsumme da oben. 3,2 Milliarden sind die eigentlichen unmittelbaren Ausstiegskosten, wobei das ja jetzt keine Kosten sind, die anfallen, wenn man jetzt aussteigt, sondern das sind Kosten, die man ausgegeben hat und sozusagen zum Fenster rausgeworfen hat. Also es gibt auch den Ausdruck Sunk-Costs. Das trifft es eigentlich besser, weil es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwelche Projektbeteiligte 3 Milliarden Euro auf den Tisch blättern müssen, sondern das haben sie ja schon gemacht. Man bekommt nur nichts mehr dafür, wenn man das Projekt dann abmacht. Ja, die nächste Seite, was der DB immer sehr wichtig ist, sind diese Kosten für die Grundstücke, die man dann zurückzahlen muss. Da muss man beachten Sie bitte die rote und die grüne Schrift, Ausgabe, Einnahme. Dieser Rückzahlungsbetrag ist für die DB eine Ausgabe, aber für die Stadt Stuttgart eine Einnahme, weil momentan das Gleisfeld der Stadt Stuttgart gehört und wenn man abbricht, braucht man den Kopfbahnhof mit seinen Zulaufstrecken auf Dauer und muss die Gleisanlagen von der Stadt Stuttgart wieder zurückkaufen. Das ist aber aus Sicht des Steuerzahlers ein Nullsummenspiel zwischen rechter und linker Hosentasche, für die DB natürlich nicht. Aber auch aus Sicht der DB ist es so, dass es buchhalterisch
was die Bilanz angeht, nicht unbedingt relevant ist. Das wäre jetzt zu aufwendig, das zu erklären, aber nicht jede Einnahme oder Ausgabe ist im bilanziellen Sinn relevant. Weil die Idee bekommt ja dafür ihre Gleise wieder zurück und das stellt sie dann auch wieder in die Bilanz ein. Ja, und dann gibt es noch Verpflichtungen, die man noch abziehen muss, sodass letztlich nur 324 Millionen Euro dann diesen Deal betrifft. Ja, und die rechne ich aber bei den Ausstiegskosten nicht dazu, weil es eben aus Sicht des Steuerzahlers ist und nicht aus Sicht der DB. Aber aus Sicht der DB muss man diese 324 Millionen dazu machen. Was man fairerweise bei einem Abbruch von Stuttgart 21 langfristig noch ins Kalkül nehmen muss, ist die bestehenden Zulaufstrecken, die ja jetzt praktisch auf Verschleiß gefahren werden, in den nächsten 20 bis 30 Jahren grundlegend zu sanieren. Da haben wir sehr großzügig, grob 400 Millionen Euro angesetzt. Also das ist wieder langfristig aus Sicht des Steuerzahlers gesehen. Ja, es steht aber eigentlich nicht wirklich zur Debatte, dass man gar nichts baut, sondern es gibt verschiedene Vorschläge, was man statt Stuttgart 21 bauen könnte. Zwei Vorschläge sind konkret auch preislich, also etwas weiter ausgearbeitet und preislich auch konkretisiert. Da gibt es den Alternativvorschlag Umstieg 21 des Aktionsbündnisses. Dazu gibt es eine Informationsbroschüre, die man auch im Internet findet. Wir haben dann vor ungefähr einem Jahr den Auftrag bekommen, das auch zu kalkulieren, was das kostet. Die blauen Schriften sind jetzt, die man jetzt nur schnell mal überfliegt, die super Zusammenfassung von Umstieg 21. Ich lese mal vor. Grundlegender Wiederaufbau des Kopfbahnhofes mit neuen Wiederaufbau der Seitenflügel, Glasdach, dann ein Tiefbauwerk unter Nutzung der bestehenden Baugrube für Parken und Fernbusbahnhof. Dann die Neubaustrecke von Ulm, die ja klar im Bau ist und da sind ja mehrere Tunnels auch schon fertig. Die ist wesentlich weiter fortgeschritten als Stuttgart 21. Die wird dann in Wendlingen dauerhaft in den Bestand eingeführt und dafür wird die bislang eingleisige Kurve dann zweigleisig ausgebaut. Dann soll eine S-Bahn-Neubaustrecke gebaut werden vom Flughafen nach Wendlingen unter teilweiser Nutzung der geplanten bzw. teilweise schon realisierten ICE-Neubaustrecke. Und dann werden auf zwei Zulaufstrecken noch zusätzliche Gleise gelegt, um Kapazitätsengpässe in der Zukunft vorzubeugen. Nach unserer Rechnung kostet dieses Gesamtpaket mit den neuen Knödeln, die 8 Knödelpunkten, 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro. Und die relevante Rechnung, wenn man das jetzt Stuttgart 21 gegenübersteht mit der Frage Ausstieg ja oder nein, ist praktisch, sind diese unteren Zeilen, Einsparung durch Umstieg 21. Da haben wir die sogenannten Weiter-so-Kosten, das ist also die Kosten des Gesamtprojekts, 9,8 Milliarden Euro, minus die 3,2 Milliarden, die schon verbaut sind und praktisch Teil der Ausstiegskosten sind, minus die 0,4 Milliarden, die ich vorhin erwähnt habe, die man fairerweise mit reinrechnen muss, weil man im Fall des Weiterbetriebs des Kopfbahnhofs die Zulaufstrecken sanieren muss auf Dauer. Das sind aber Kosten, die nicht sofort anfallen. Und dann kommen eben 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro für den Umstieg 21. Und dann bleibt eben nach dieser Rechnung noch eine Summe von 5,0 bis 5,2 Milliarden, also rund 5 Milliarden Euro übrig, die man einspart, wenn man umsteigt von Stuttgart 21 auf Umstieg 21. Und dabei ist jetzt noch gar nicht berücksichtigt, dass man unter Umständen Teile, die schon fertiggestellt sind, unter Umständen auch anderweitig nutzen kann. Es gibt zum Beispiel auch von unserem Büro einen Vorschlag, den schon aufgefahrenen Teil des Filtertunnels für eine Expressstadtbahn zum Flughafen zu verwenden. Es wird ja demnächst
die U-Bahn auch zum Flughafen fahren. Da könnte man also signifikant die Fahrzeit verkürzen, wenn die U-Bahn ein Stück des Filtertunnels benutzen würde. Das ist also noch nicht reingerechnet. Da könnte man eventuell noch ein bisschen was bei den Ausstiegskosten reduzieren. Es gibt dann noch einen zweiten Vorschlag an Alternativplanungen. Das nenne ich immer K21 VR, also für Viereck Rössler. Baut im Prinzip auf dem Vorschlag Umstieg 21 im Bereich des Hauptbahnhofs auf mit Sanierung und Umbau und Neubau des Kopfbahnhofes mit Glasdach und so weiter. Aber statt der S-Bahn nach Neuhausen nach Wendlingen schlagen wir eine Neubaustrecke vom Hauptbahnhof über Obertürkheim nach Denkendorf an, wo dann in die bestehende ICE-Planung eingemündet wird und weiter nach Wendlingen und nach Köln. Das Ganze ist insofern interessant, dass es sogar die Fahrzeit nach Köln sogar 2 Minuten kürzer wäre. Also man kann nicht sagen, das wäre jetzt irgendwie schlechter. Und bei den Ostfildern gäbe es noch einen Abzweig zum Flughafen und nach Böblingen mit Umfahrung von Leinfelden-Echterdingen. Und man wäre dann vom Hauptbahnhof zum Flughafen trotz des Umwegs für Ostfildern nur 1 bis 2 Minuten langsamer als bei Stuttgart 21 durch den Filtertunnel und hätte dann auf den Ostfildern einen neuen Regionalbahnhof durch den Knotenpunkt mit U-Bahn-Anschluss. Und bautechnisch hat das Ganze einen Charme. Man hat immer nur kurze Tunnelstücke, maximal 2,3 Kilometer, die geologisch weitgehend unproblematisch sind. Die Kosten sind natürlich naturgemäß höher als bei dem Umstiegskonzept. Die rechnen wir mit 2 Milliarden Euro, sodass man dann, wenn man die gleiche Rechnung wieder aufstellt wie vorher bei Umstieg 21, man dann auf... Moment einmal, wir sind noch bei der alten Folie. Ich bin schon längst bei der neuen Folie. Ja, genau. Also das habe ich jetzt schon so weit vorgetragen. Unten die gleiche Rechnung wieder wie auf der vorherigen Seite und das ist natürlich 1 Milliarde Euro, also wird die Einsparung durch den Umstieg dann auch um 1 Milliarde geringer ausfallen, nämlich gut 4 Milliarden Euro. Ja, man sieht hier diesen Vorschlag dargestellt. Das Gestrichelte ist ein Ausbau praktisch bis Obertürkheim und dann eine Neubaustrecke nach Ostfildern und dann eine Abzweigung nach Richtung Ulm und Richtung Flughafen. Und das ist also topografisch durchgeplant mit genauen Tunnellängen und Steigungen und Kurvenradien. Das ist machbar zu einem recht überschaubaren Preis. Resümee ist, die unmittelbaren Ausstiegskosten liegen bei 3,2 Milliarden Euro. Dann muss man aus Sicht der DB die 0,3 Milliarden für die Grundstücksgeschäfte noch dazu ziehen und dann über 20 bis 30 Jahre verteilt. Benötigt man noch 0,4 Milliarden Euro nach heutigem Geld. Umstieg 21 kostet rund 1 Milliarde, dann die Neubaustrecke vom Hauptbahnhof auf vom oberirdischen Hauptbahnhof aus mit Anschlussfilter, was verkehrlich dann ungefähr gleichwertig wäre mit Stuttgart 21, kostet 2 Milliarden. Gesamtkosten Stuttgart 21 bei Weiterbau knapp 10 Milliarden, wobei man da jetzt mehr und mehr sagen muss, dass das immer jetzt mehr eine optimistische Perspektive ist. Das sind eigentlich mehrere Voraussetzungen, die man braucht, damit es bei 10 Milliarden bleibt. Ich sage mal die drei wichtigsten. Also jetzt kommen sozusagen die Super-GAUs für den Stuttgart 21-Projekt. Da darf keiner stattfinden. Der Kopfbahnhof muss wirklich aufgelassen werden und momentan es laufen ja Klagen von Privatbahnen, dass der Kopfbahnhof bleibt. Und es ist also nicht sicher, ob der Kopfbahnhof wirklich wegkommt und es ist auch ein Kapazitätsproblem dann. Das zweite ist, es darf beim Tunnelbau keine richtig bösen Überraschungen mehr geben. Und das dritte ist, wir gehen von einem Fertigstellungstermin von Ende 2024 aus. Jetzt gibt es aber Ausschreibungstexte schon von der DB, wo das Jahr 2026 vorkommt. Das
heißt also, dass es etwas länger dauert. Das heißt also, die 9,8 sind jetzt mehr und mehr ein unterer Eckwert, wo jetzt nichts mehr passieren darf. Und aus Sicht des Steuerzahlers wäre also ein Weiterbau gegenüber Umstieg 21 5 Milliarden teurer und der Weiterbau gegenüber dem Umschwenken auf den Felix-Rössler-Alternativvorschlag immer noch 4 Milliarden teurer. Sodass aus unserer Sicht also ein Baustopp durchaus weiterhin in Frage kommt. Dann zur letzten Folie, das sind dann die Säulen. Da sieht man nochmal, was gibt man aus im Falle von Umstieg 21 und was gibt man aus im Falle des Weiter-so, des Weiterbaus. Und da sieht man dann eben diese Differenz von 5 Milliarden Euro. Der untere Sockel, das sind jetzt diese Baukosten, was schon verbaut ist. Das ist praktisch bei Umstieg 21 ja dann auch der Fall. Aber man sieht an diese orangenen Balken, das sind also praktisch noch, laut DB wären es noch 4.700 Euro, die noch verbaut werden müssen, bis man auf die 7,9 kommt, die DB ja offiziell jetzt schon verlautbart hat. Das ist inklusive dieses kleinen Risikopuffers und ja, und es, der Weiterbau kostet insgesamt jetzt immer noch 6,6 Milliarden Euro, was man in das Projekt noch reinstecken muss. Ja, und damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende und übergebe dann an den Herrn Löper, der dann auch noch juristische Aspekte erwähnt hat, oder wieder an Herrn Sauerborn. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Viereck. Erstmal für den Vortrag und dann auch dafür, dass Sie sich wirklich in einer sehr kurzen Zeit diese große Mühe gemacht haben, das noch aufzuarbeiten. Da werden vermutlich einige Nachtschichten dabei gewesen sein, also ganz herzlichen Dank dafür. Nochmal zwei Punkte. Das eine sagte ich eingangs und es klang auch gegen Ende Ihres Vortrags ja schon an. Die Berechnungen, was das Gesamtvolumen betreffen, basieren im Wesentlichen auf den Angaben, die Herr Felix schon 2016 ermittelt hatte, hat er zum Schluss deutlich gemacht, das ist wirklich das Allerunterste. Es sind einige Punkte, konnte Herr Felix vor allem in der Kürze der Zeit jetzt nicht aufgreifen, die man eigentlich, wenn man da tiefer einsteigt, nachtragen müsste. Es geht um weitere Kostensteigerungen. Die Bahn spricht selbst von nicht erwartbaren, auch für uns und für Sie sicher nicht erwartbaren Baupreissteigerungen. Es gibt Probleme bei den Kelchstützen, es gibt Umplanungen am Flughafen, die auch zu Verzögerungen führen, die auch dazu führen werden, dass 2024 längst ein unrealistischer Termin geworden ist. Also wir werden in unseren Verlautbarungen davon ausgehen, das Projekt liegt deutlich über 10 Milliarden inzwischen und es wird eher 2026, wenn überhaupt, fertig als 2024. Dann kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt. Herr Dr. Viereck hat natürlich, so war es auch abgesprochen, so liegt es auch in seiner Methode, eine Ermittlung der Kosten vorgenommen. Und der Kosten des Projekts und der Ausstiegskosten und der Kosten von den verschiedenen Umstiegsoptionen. Er hat sich, auch wenn er dazu sicher eine Meinung hat, jetzt nicht mit der Frage des Nutzens des Projekts, soweit er jetzt unabhängig von den Kosten entsteht oder eben nicht entsteht, beschäftigt. Das ist aber natürlich eine ganz weitere wichtige Frage, wenn es darum geht, soll man weiterbauen oder soll man nicht weiterbauen. Dann muss man Kosten-Nutzen-Rechnungen anstellen. Und bei Unternehmen, bei Privatwirtschaft ist da die Frage relativ klar. Nutzen ist das, was der Rendite dient. Und das ist der einzige und knallhart durchgesetzte Maßstab bei Unternehmensentscheidungen, ob man ein Investment weiter betreibt oder ob man aussteigt. Im Falle öffentlicher Investitionen, öffentlicher Infrastrukturinvestitionen, ist die Nutzenfrage, muss man die Nutzenfrage in einem weiteren Rahmen sehen. Man kann ja nicht die Frage, ob man eine Schule baut oder ein Krankenhaus oder auch einen Bahnhof, danach entscheiden, wie viel Geld bringt der nachher oder wie viel Geld bringt das Krankenhaus, sondern man muss den gesellschaftlichen Nutzen in Rechnung ziehen, auch wenn er im Einzelfall möglicherweise nicht quantifizierbar ist. Und da ist die Bilanz bei Stuttgart 21 eben negativ und das unterscheidet Stuttgart 21 von vielen anderen Projekten, von der Elbphilharmonie, möglicherweise auch von der Neubaustrecke. Stuttgart 21 ist nicht nur kein Nutzen, Stuttgart 21 ist ein Schaden.
das wollen wir hier nicht nochmal erneut aufrufen, aber es ist klar, eine Bahnhofsverkleinerung ist bahnverkehrlich ein Schaden. Eine Investition, die mit über 5 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einhergeht, ist ein ökologischer Schaden. Also dieses Projekt ist auf jeden Fall ein Minusprojekt. Der Saldo ist negativ. Das heißt, alles das, was schon gebaut ist, ist kein Argument weiterzubauen, sondern es sind im Grunde verlorene Kosten. Es ist Geld, was man zu Unrecht ausgegeben hat, und jede weitere Investition, investierte Euro oder investierte Millionen Euro, sind Sunkkosten, verlorene Kosten. Und das zeigt dann, dass es da keinen, Point of No Return gibt. Würde man jetzt nur die Rechnung von eine Kostenrechnung aufmachen, dann wäre ja klar, die Ausstiegskosten werden immer höher, je näher man einem mutmaßlichen Projektende entgegen sich entwickelt. Und irgendwann wäre da der Point of No Return, jetzt ist Ausstieg wirklich teurer als Umstieg. Das wird, wenn die so weiterbauen, in 2 oder 3 Jahren vielleicht dabei sein, dann müssten Sie sagen, bei dieser Rechnung, der Point of No Return ist erreicht. Also wir haben ausgerechnet, dass das Jahresbauvolumen ungefähr bei 800 Millionen Euro liegt. Und wenn wir jetzt noch selbst mit der Luxusvariante, mit einer anderen Neubaustrecke, die dann auch 2 Milliarden kostet, hätten wir immer noch 4 Milliarden. Das heißt, es würde immer noch 5 Jahre, können wir eine Diskussion noch weiterführen, ob der Ausstieg sinnvoll ist. Das können wir machen, aber es würde immer enger werden. Und wenn man dann sagen müsste, okay, jetzt geben wir auf, weil Point of No Return, das ist auch nicht die, es wird der Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht gerecht. Wenn man Kosten-Nutzen bzw. Kosten-Schaden in dem Moment rechnet, dann gibt es so einen Punkt nicht. Selbst wenn diese Rechnung irgendwann zu einem diesen Punkt führt, in der Gesamtbilanz der gesellschaftlichen Bewertung eines solchen Projektes gibt es keinen Point of No Return. Und das ist, glaube ich, auch eine Erklärung dafür, dass diese Bürgerbewegung sich inzwischen von den bedrückenden Entwicklungen der Bauentwicklung sozusagen emanzipiert hat und gesagt hat, egal wie das Projekt ist, wie weit das Projekt ist, wir werden es beenden müssen, weil wir keinen schlechten Bahnhof in dieser Stadt haben. Das wollte ich nur noch mal zur Einordnung der Arbeit von Herrn Projekt ergänzen. Und das ist auch dieser erweiterte Rahmen, ist im Grunde auch das, was Eisenhardt von Löper in der juristischen Herangehensweise sozusagen zur Prämisse seiner Strategie macht. Es geht um die Gesamtbedeutung, den Gesamtschaden, den dieses Projekt ausübt. Damit leite ich dann weiter. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, für mich gibt es 2 Herangehensweisen. Das eine ist die Methode, die hier eine wesentliche Rolle spielt für die Bahnseite und auch für die Staatsanwaltschaft. Und das andere sind die Inhalte. Bei der Methode, und das hat der ehemalige Amtschef des Verkehrsministeriums, Dr. Hartmut Bäumer, diesen Artikel Bahnprojekt als Exempel für Intransparenz sehr klar sichtbar gemacht. Seit jeher, seit den Anfängen und speziell seit 2009 wird die Methode der Verschleierung bzw. des Verschweigens von Fakten seitens der Bahn beim Projekt Stuttgart 21 in hohem Maße angewendet. Das führte 2009 beispielhaft dazu, dass eben 891 Millionen Euro von dem bereits errechneten Betrag heruntergerechnet werden mussten, um die Maxime, dieses politisch gewollte Projekt auf jeden Fall durchzuziehen, umzusetzen. Und damit Hani Aser, der frühere Projektchef, hat sich dagegen aufgebäumt, hat dann von den 121 Risiken gesprochen, und es kam, wie wir alle wissen, später am 12.12.2012, also vor 5 Jahren und 1 Tag, zu dem großen Offenbarungseid der Bahn, wo 2,3 Milliarden Euro dann der Öffentlichkeit dabei waren, dann auch 30% etwa, die man auf entgangenen Gewinn verrechnete, obwohl, wie Herr Dr. Vier gerade ausführte,
nach § 649 BGB natürlich die gesetzliche Regel besteht, dass nicht 30%, sondern nur 5% auf erteilte Aufträge, die dann zurückgenommen werden, also entgangenen Gewinn, ist die juristische Formel, nur anzurechnen sind. Und der Dr. Bäumer hat also in diesem nun medial gestern auch in der Stuttgarter Zeitung, also für alle Stuttgarter präsentierten Auftrag, einen Beitrag von Andreas Müller sehr sichtbar gemacht, dass dies über die Jahre hinweg nicht nur von der Bahn praktiziert, sondern auch von höchsten Instanzen durch eine eigentlich auch Tolerierung hingenommen wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat 6 Jahre gebraucht, bis es über den Antrag der Grünen von 2011 entschieden hat, in der nun jetzt im Urteil vom 7. November 2017 festgestellt wird, ja, die Bahn hat eine öffentliche Aufgabe, die sie wahrzunehmen hat. Und natürlich gibt es da ausgeprägte Kontrollfunktionen, die seitens der Oppositionsparteien wahrgenommen werden dürfen und müssen und wo man sich nicht zurückziehen kann hinter Verschwiegenheitspflichten, die das Aktienrecht festschreibt, aber die es eben für einen Staatskonzern, der eine Organisationsform der privaten Hand annimmt, nicht gängig sein darf, weil sonst die Demokratie und das, was wir mit der Bürgerbewegung auch eben demokratisch bewegen wollen, weil sonst das alles Schiffbruch leidet. Ich will es auf den Punkt bringen, bei Stuttgart 21 wird jetzt durch die Bahn das PricewaterhouseCoopers PwC-Gutachten blind angehalten. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, dass man das der Öffentlichkeit vorenthält. Und es ist politisch ein Armutszeugnis, dass die Bundesregierung hier nicht sagt, das darf nicht länger praktiziert werden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Vorgabe gemacht, dass die Deutsche Bahn öffentliche Daseinsvorsorge praktiziert und die muss für alle sichtbar gemacht werden. Hier muss bei der Abwägung, ob Weiterbau oder Ausstieg und Umstieg sinnvoll sind, müssen die Fakten auf den Tisch und diese Abwägung muss endlich auch vollzogen werden. Wir haben deshalb an Bundesminister Altmaier als Chef des Kanzleramts die Aufforderung gerichtet, hier dem Informationsbeschaffungsrecht nach Umweltinformationsgesetz stattzugeben und dieses PwC-Gutachten sogleich öffentlich zu machen. Und das ist auch ein politischer Faktor. Ich hoffe, dass die Medien das auch so verstehen, damit diese öffentliche Kontrolle endlich stattfinden kann. Und nun komme ich, ich will den Sprung machen zu der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft darf mit Verlaub sich nicht zum Büttel der Bahn erniedrigen, sondern sie hat ebenso eine öffentliche Aufgabe der Kontrollfunktion, die hier versagt hat, wahrzunehmen. Die Kontrollfunktion bedeutet, dass die Staatsanwälte sich nicht dem Verdacht der Strafvereitelung aussetzen dürfen. Es kann nicht sein, dass ich Ende November einen Bescheid bekomme, nachdem hier seit Februar und März diesen Jahres alle Fakten vorgelegt wurden, dass man damit mit leeren Worthülsen abgetan wird. Da heißt es unternehmerisches Ermessen. Das ist mir natürlich bekannt, dass nach Aktienrecht Vorstand und Aufsichtsrat unternehmerisches Ermessen haben. Es darf nicht verantwortungslos überschritten werden. Und es müssen, das ist die Formel, eben eindeutige, klare Fälle des pflichtwidrigen Verhaltens vorliegen. Es wird aber nichts, aber auch gar nichts in der Sache mitgeteilt. Deshalb ist das Verlangen, hier die Schriftsätze der Gegenanwälte zu bekommen und zu wissen, worauf sie sich denn berufen, ein berechtigtes Interesse im Sinne der Strafprozessordnung. Und ich bestehe darauf und habe das gegenüber dem
Behördenleiter Jörg Raupach der Staatsanwaltschaft Berlin am Sonntag per Fax eben übermittelt, dass wir, Dieter Reichert und ich, darauf bestehen, dass nun die Akten vorgelegt werden, damit man hier, damit wir wenigstens die Kontrollfunktion wahrnehmen können und der Staatsanwaltschaft entsprechend dann Beine machen. Und nun zu den Inhalten. Bei den Inhalten unterscheide ich zwei Punkte. Das eine ist die Staatsanwaltschaft, worauf sie sich beruft, fälschlich beruft, und das andere ist die neue Situation, die jetzt gutachtlich durch das PwC-Gutachten jedenfalls im Minimum von den Bahnvorständen und Aufsichtsräten beachtet werden muss. Ich will zunächst im Anschluss auch an das, was von Werner Sauerborn gesagt wurde. Es gibt zum einen, oder vielleicht in der Gesamtbilanz, ist der Straftatbestand der Untreue für die Aufsichtsräte zu beachten, aus dem Grund, weil sie Vermögensbeteuerungspflichten als Hauptpflicht gegenüber der Bahn, dem Bahnkonzern, wahrzunehmen haben. Und sie dürfen gegen diese Verpflichtung nicht verstoßen. Das tun sie aber, wenn klar und deutliche Fälle der Pflichtverletzungen da sind und wenn diese Pflichtverletzungen wiederum schädigend sich für den Bahnkonzern auswirken. Da gibt es nun eine Hauptsache, dieses von Herrn Dr. Viereck dargestellte Aspekt, dass eben eine klare in 5 Milliarden oder zumindest 4 Milliarden, je nachdem welche Varianten des Umstiegs man wählt, auf jeden Fall ein massiver Schaden in zwischen 4 und 5 Milliarden Höhe für die Bahn zu erwarten ist, wenn sie weiterbaut. Die Bahnaufsichtsräte dürfen ihren Bahnkonzern aufgrund ihrer Vermögensbetreuungspflicht gegenüber diesem Konzern nicht schädigen. Das tun sie aber Milliarden schwer. Und damit ist der Straftatbestand der Untreue realisiert. Die Staatsanwälte sagen dazu bisher null, nichts. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Aussagen, auf die sich die Beschuldigten, die Bahnchefs und der Aufsichtsratsvorsitzende berufen, ist so wichtig, dass es ans Licht kommt. Und nun kommt neben diese Betrachtung noch hinzu, dass es Pflichtwidrigkeiten gibt, die darin bestehen, dass man den Bahnhof verkleinert. Selbst wenn man nicht allen Berechnungen von Dr. Engelhardt folgt, ist schon die einfache Betrachtung sehr schnell zur Hand. Wenn man etwa weiß, dass Karlsruhe mit 300.000 Einwohnern halb so groß wie Stuttgart 14 Durchfahrgleise hat, oder wenn man weiß, dass Nürnberg mit 100.000 weniger Einwohnern 22 Durchfahrgleise hat, dann ist klar, dass Stuttgart mit 600.000 Einwohnern nicht mit 8 Durchfahrgleisen auskommen kann. Das ist also ein absoluter Engpass, den man da erwarten muss. Das ist also ein Schaden für die Bahn, und es wäre interessant, wie man einen solchen Schaden im Falle eines strafrechtlichen Verfahrens gegen Untreue, müsste man auch dazu durch einen Sachverständigen eine Berechnung anstellen, wie sich das auf die Situation der Bahn, weil eben viele Reisende dann nicht mehr die Bahn werden nutzen können, wie sich das auswirken würde. Der zweite Faktor ist diese tief-schiefe Ebene mit 6 Meter Höhenunterschied, brauche ich nicht zu vertiefen. Das ist allen bekannt, 16 Promille, die entgegen § 7 Absatz 2 und § 2 Absatz 2 Eisenbahnbau- und Betriebsordnung das Erfordernis der gleichen Sicherheit massiv verletzt. Denn, wenn man genau hinsieht, ist klar, dass bei diesen 15 Promille
eben das schon auf den Bahnsteigen zu Wegrollvorgängen für Rollstuhlfahrer oder für Kinderwagenkommende, also Menschen mit Behinderung oder mit Erschwernissen, werden Schaden nehmen. Und die Bundesregierung hat es in einer Antwort auf die Anfrage der Fraktion Die Linke beantwortet, dass zwischen 2000 und Januar 2005, also in knapp 5 Jahren, 22 Wegrollvorgänge mit 8 Verletzten zustande kamen. Das ist also allein die Gleise mit einem Vielfachen weniger und einem Vielfachen mehr würde sich das entsprechend deutlich massiv mehr auswirken beim Stuttgarter Tiefbahnhof. Noch nicht einbezogen sind da die Wegrollvorgänge für Rollstuhlfahrer und für Menschen mit Kinderwagen. Das ist der zweite und der dritte Aspekt, nur ganz knapp. Das Anhydrit ist, wie auch statistisch erfasst werden kann, ein Faktor, der sich deutlich in den Jahren den Wiederholfaktor auf Sanierungsbedarf und Streckenstilllegungen auswirken wird. Und damit müsste auch das schließlich berechnet werden. Man würde also zu einem Schaden kommen, der im Moment der Höhe nach nicht erfasst ist, der aber sich auswirken wird. Und damit ist klar, dass ein dringender Verdacht der strafbaren Untreue besteht. Und wenn die Bahnaufsichtsräte sich nicht bewegen, bis Ende Januar werden sie auch mit dieser Thematik bei der Staatsanwaltschaft neu befasst werden. Die Staatsanwälte haben zu diesem Aspekt der Kostenerhöhung noch keine Stellungnahme abgegeben, das müsste neu einbezogen werden. Ganz herzlichen Dank, Dr. Altmann von Löper. So wie ich das sehe, Sie können noch Fragen stellen, aber ich glaube, wir könnten die Diskussion auch in kleineren Runde fortsetzen. Ich bedanke mich bei allen, die gekommen sind und hoffen auf rege Berichterstattung.